Sie senden in der Nacht geheimnisvolle Lichtsignale über das Meer. Sie warnen vor gefährlichen Untiefen und weisen Schiffen den Weg. Zahllose Seefahrer verdanken ihnen ihr Leben. Weltweit prägen Leuchttürme unsere Küsten und üben eine besondere Faszination auf uns aus. °51.51:40 Nord. 9°5:02 Ost. Das ist die Position des Baudenkmals Balja Leuchtturm. ''1903 erbaut, ist er heute ein Baudenkmal von kulturhistorischer Bedeutung. Von 1904 bis 1980 wies der gut 17 Meter hohe Turm am Elbufer den Schiffen den Weg. Heute ist er ein Wahrzeichen des maritimen Erbes. Er konnte kurz vor dem Verfall gerettet werden. Der 1903 erbaute Turm wurde am 1. Februar 1904 als Leit- und Quermarkenfeuer gezündet. Die Inbetriebnahme erfolgte mit einem Petroleumglühlicht. Der Leuchtturmwärter musste alle 4 Stunden das Uhrwerk für den Betrieb der Otterblenden zur Erkennungserzeugung von Hand aufziehen. 1927 erfolgte die Umstellung auf Flüssiggas und 1959 auf Flaschengas. Im Jahr 1962 folgte die Automatisierung mit elektrischen Glühlampen und das Feuer wurde von Cuxhaven aus ferngesteuert. Das war das Ende der Ära der Leuchtturmwärter in Balje. Am 15. Dezember 1980 erlosch das Feuer endgültig. Ein neuer Turm übernahm die Aufgabe. 2010 wurde der Leuchtturm grundlegend renoviert und seit 2011 besteht die Möglichkeit, den Leuchtturm zu besichtigen. Der Förderverein Balja Leuchtturm rettete den Turm als maritimes Kulturdenkmal vor dem Verfall. Seit 2012 ist der Turm im Juli und August für Besucher geöffnet. Ein paar Daten. Feuerhöhe über Mittelwasser 14,5 Meter. Durchmesser 7,1 Meter. Sichtweite 12,5 Seemeilen. Der Turm hat 4 Geschosse, einen Wasserkeller, 2 umlaufende Galerien und ein flaches Kegeldach mit Windhutze und Wetterfahne. Der alte Balja Leuchtturm steht am niedersächsischen Elbufer in gerader Flucht des Nord-Ostsee-Kanals. Der Blick aus dem Turm ist überwältigend. Nach Norden geht der Blick auf das schleswig-holsteinische Elbufer zwischen den Kanalschleusen von Brunsbüttel und dem kleinen Hafen von Neufeld. Im Westen lässt sich die offene Nordsee sowie Cuxhaven erahnen. Dazwischen die dicke Bertha in Altenbruch und der Hamburger Leuchtturm an der Alten Liebe. Im Osten führt der Blick elbaufwärts bis zur Biegung der Elbe bei Freiburg. Im Südwesten geht die Sicht über das Naturschutzgebiet Hullen bis hin zur Ustermündung. Und südöstlich, hinter den Deichen, dort, wo sich das sehenswerte Gut Hörne versteckt, ist in weiter Ferne der Kirchturm von Krummendeich zu erkennen. Ein Geheimtipp: Das Café im Gut Hörne bietet viele Leckereien in großartiger Atmosphäre. Thank you.